Einen schönen guten Abend wünsche ich. Diese Veranstaltung heute Abend ist von ATTAC organisiert. ATTAC ist eine globalisierungskritische Bewegung, die jetzt bald, nächstes Jahr, 20 Jahre alt ist. Wir werden Geburtstag feiern. Und zwar hat sie sich gegründet, um die Finanzmärkte zu zügeln. Wir sind natürlich weit entfernt von dem Resultat, aber wir machen weiter. Und in München sind wir eine ganz gute, aktive Gruppe. Und wir sind auch seit 2002 existieren wir hier. Und seit anderthalb Jahren haben wir eine Europa-Projektgruppe. Diese Gruppe beschäftigt sich mit Europa, nicht nur der EU, weil uns das viel zu eng ist. Wir wollen den Gesamtkontinent ins Auge fassen und die Menschen, die da leben und ein anderes Europa natürlich wollen. Ja, wir brauchen natürlich dringend ein anderes Europa, weil das, was wir haben, ist nicht das, was wir wollen. Und jeder redet von Europa, aber meistens reden sie von der EU, wenn sie etwas über Europa sagen. Und das ist nicht unser Ziel. Wenn wir Europa sagen, dann meinen wir wirklich den ganzen Kontinent. Und die meisten reden von der EU, wenn sie Europa sagen. Ja, ja, darf ich unseren Gast vorstellen, Peter Wahl. Peter Wahl ist Mitbegründer von ATTAC. Er ist Publizist, er ist auch Vorstandsvorsitzender von WEED, das heißt, ich muss immer wieder nachschauen, Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung. Und natürlich ist er im Beirat, im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC. Das ist für uns ganz wichtig, weil er ein sehr guter Kenner ist, auch von Frankreich, aber nicht nur, und außerdem auch von den Finanzmärkten. Ja, er wird uns heute Abend in die Geheimnisse der Vorstellungen des französischen Präsidenten eventuell einführen und wir werden sehen, wie er das sieht. Denn Präsident Macron will ja Europa bzw. die EU neu begründen mit Deutschland und wir werden jetzt mal hören, was er sich darunter vorstellt. Unsere Veranstaltung ist kostenlos. Wir freuen uns aber natürlich, wenn Sie spenden würden. Wir geben zwei Büchsen da durch, danke, auf jeder Seite. Und es ist, glaube ich, auch noch eine hinten. Das hilft uns, unsere Kosten ein bisschen zu reduzieren. Das wäre ganz nett. Ja, habe ich etwas vergessen? Ich glaube nicht. Ich wünsche einen sehr angenehmen Abend. Mein Name ist Christiane Hansen von ATTAC und eben dieser Gruppe Europa. Also schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich heute in München mit Ihnen über dieses sehr interessante Thema sprechen kann. Schließlich ist Frankreich unser Nachbarland. Es ist das wichtigste Land in der EU neben der Bundesrepublik, wenn man die Größe, die ökonomische Bedeutung sich ansieht. Insofern ist die Beschäftigung mit Frankreich, denke ich, etwas sehr Sinnvolles. Ich selbst tue das sehr lange. Kleinen Hintergrund zu meiner Biografie. Ich habe also Französisch als erste Fremdsprache in der Schule gelernt und hatte dann das Glück, mit 12 Jahren einen sogenannten Correspondant, einen Brieffreund zu bekommen und habe seither jede Sommerferien im Departement Yonne in Auxerre verbracht. Danach habe ich in Aix-en-Provence studiert, und zwar Romanistik, darunter französische Landeskunde und französische Sprache und Literatur, und habe dann auch in meiner weiteren beruflichen Laufbahn immer sehr enge Kontakte gehabt mit Frankreich. ATTAC ist, wie Sie vielleicht wissen, eine französische Idee gewesen, 1998 von der Monatszeitung Le Monde Diplomatique ausgerufen worden, und ich habe sehr viele Beziehungen nach Frankreich gehabt in jener Zeit. Das ist einer der Gründe, warum dann auch kurz danach ATTAC Deutschland entstanden ist, an dessen Entstehung ich nicht ganz unbeteiligt war. Das zum Hintergrund, was ich mit Frankreich zu tun habe. Außerdem habe ich Soziologie und Politik und Volkswirtschaft studiert, sodass also sowohl meine Neigung zu Frankreich als auch meine sonstigen beruflichen Kenntnisse sich jetzt, glaube ich, sehr gut ergänzen werden. Ich werde jetzt in
etwa einer Stunde, so viel Zeit hat man mir gegeben. Wenn Sie anfangen einzuschlafen, bitte Bescheid sagen. Ich glaube es nicht, ja. Ich werde folgende Punkte mit Ihnen behandeln. Wir können natürlich nicht das ganze Feld beackern. An erster Stelle eine Vorbemerkung. Dann zur Situation Frankreichs in ökonomischer, politischer Hinsicht. Dann das, was man als europapolitisches Narrativ, also die Position von Macron, die er zur EU hat, darstellen, dann den spezifischen Punkt Stabilisierung der Eurozone, das ist quasi ein Unterpunkt davon. Dann geht es weiter mit einem Vorschlag, den Piketty gemacht hat, als Kontrast. Ich bin gebeten worden, auf den einzugehen, und ich bin gebeten worden, einzugehen auf die Finanztransaktionssteuer. Das ist also jenes Instrument, das im Namen von ATTAC verborgen ist. ATTAC heißt nämlich Association pour la Taxation des Transactions Financières à l'aide des Citoyens et des Citoyennes. Also die Vereinigung zur Besteuerung von Finanztransaktionen zugunsten der Bürgerinnen und Bürger. Das ist der Ursprungsgedanke gewesen, den Frau Hansen ja vorhin sagte. Und da gibt es in der berühmten sogenannten Europarede an der Sorbonne von Macron fast eine Dreiviertelseite zu diesem Thema. Deswegen haben wir das. Und dann etwas zu den weiteren Perspektiven. Danach treten wir ein in eine Diskussion, die hoffentlich produktiv und kontrovers ist. Die Vorbemerkung: Was ist Europa? Frau Hansen hat das schon angedeutet. Wenn wir über Europa sprechen, der Kontinent Europa hat 740 Millionen Einwohner und besteht zwischen 49 und 50 Ländern, je nachdem, ob man den Kosovo anerkennt oder nicht. Spanien tut das zum Beispiel nicht. Ja. Aber es ist nicht wichtig für uns. Während die EU nur 420 Millionen hat, also etwa 60% dieser Gesamtbevölkerung, wobei ich das britische Königreich bereits ausgerechnet habe, und besteht aus 27 Ländern. Es ist also ein Moment von Alleinvertretungsanspruch, wenn die EU immer nur von Europa spricht. Aber das ist jetzt im Grunde nur eine Vorbemerkung, und ich beziehe mich hier auf einen Franzosen. Wenn ich solche Dinge, solche scheinbaren Bagatellen wie Sprache, wie Formulierung hier herausgreife, Michel Foucault, einer der Väter der modernen Diskurstheorie, sagt also, in der Art und Weise, wie wir über Realität sprechen, sind auch Herrschaftsverhältnisse eingelassen. Das betrifft also vor allem die politische und gesellschaftliche Realität. Deswegen diese Vorbemerkung. Ich werde Ihnen jetzt, wenn von Europa bei Macron die Rede ist, und ich ihn zitiere, werde ich nicht jedes Mal sagen, hier ist eigentlich falsch, ja, sondern Sie wissen dann, dass wir diese Unterscheidung eigentlich machen sollen. Das war die Vorbemerkung. Und jetzt einen Blick zunächst einmal auf die Situation in Frankreich, unter denen Macron zum Präsidenten geworden ist. Es ist ein Allgemeinplatz, dass wir seit einigen Jahren hören, dass Frankreich in der Krise ist. Und dazu gibt es in der Tat auch einige empirische Fakten. Zum Beispiel gibt es seit vielen Jahren eine Massenarbeitslosigkeit in der Größenordnung von 10%, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Im Augenblick sinkt sie etwas. Es gibt zweitens eine besonders hohe Jugendarbeitslosigkeit, die bewegt sich in Größenordnung von 20%. Und in dieser Hinsicht ist Frankreich in der Gruppe der OECD-Länder, also das ist eine Gruppe von 30 Ländern, die man als Industrieländer bezeichnet, unter den letzten 5 in der gleichen Liga wie Südafrika zum Beispiel. Wenn Sie vielleicht mal gehört haben, dass Marine Le Pen so viele junge Wähler hat, dann finden Sie hier einer der wesentlichen Begründungen dafür. Die hohe Jugendarbeitslosigkeit führt dazu, dass auch sehr viele junge Leute Marine Le Pen gewählt haben. Drittens gibt es in Frankreich seit 25 Jahren einen Prozess der Deindustrialisierung. Das heißt, durch die Globalisierung wandern viele Industrien ab in Billiglohnländer. Das führt dazu, dass in Frankreich eben der Anteil der Industrie an der Wertschöpfung noch nicht mal die Hälfte ist wie bei uns. Deutschland, habe ich hier in Klammer angeführt, mit 24% Industrie an der Wertschöpfung beteiligt. Das hat sich
sehr positiv ausgewirkt bei der Finanzkrise, weil dadurch sozusagen ein Puffer oder eine Sicherheitszone, wenn man so will, eine ökonomische entstanden war, die die Krise nicht völlig dramatisch hat machen lassen. Frankreich hatte diesen Puffer nicht und das ist also natürlich ein Problem für das Land. Es gibt seit vielen Jahren relativ magere Wachstumsraten. Es gibt steigende öffentliche Schulden. Wenn man die Maastricht-Kriterien nimmt, Frankreich liegt jetzt über 90% mit der Gesamtverschuldung. Also ist die staatliche, die öffentlichen Schulden sind damit gemeint. Frankreich hat mehr mit dem Finanzcrash von 2000 sich abplagen müssen als wir. Und es ist dann in der Folge durch die Euro-Krise und das Management dieser Krise nochmal unter Druck gekommen, indem Dinge eingeführt worden sind, auch auf EU-Ebene, wie die Schuldenbremse, die Frankreich jetzt wiederum unter Druck setzt, seine Staatsausgaben zu senken. Es gibt ein großes Problem mit einer missratenen Integrationspolitik. Frankreich ist traditionell seit langem ein Einwanderungsland, zum Teil wegen seiner kolonialen Vergangenheit mit sehr vielen muslimischen Einwanderern, also aus Nordafrika, aus den ehemaligen Kolonien, aber auch aus Afrika, aus Subsahara-Afrika. Und wir wissen alle, dass schon vor 20 Jahren die Riots in den Vorstädten von Paris, von Straßburg und anderen Großstädten gezeigt haben, dass hier etwas am Brodeln ist. Lange bevor jetzt, sagen wir mal, diese politischen Krisen der letzten Jahre sich gezeigt haben. Also wir haben ein großes Problem mit einer nicht gelungenen oder nur sehr bedingt gelungenen Integration der Einwanderung in Frankreich. Und es gibt als Problem die Terroranschläge. Sie wissen, dass Frankreich eines der Hauptziele war in den letzten Jahren. Bataclan war also der schlimmste und fürchterlichste Anschlag. Und das Ganze schlägt sich natürlich insgesamt auf die Stimmung, auf die Situation, auf die geistige Situation des Landes nieder. Es gibt eine große Verunsicherung im Land, in der Bevölkerung, aber auch unter den Funktionseliten, eine Unzufriedenheit und eine Frustration und ein Vertrauensverlust auch in die Institutionen der Fünften Republik. Das äußert sich unter anderem, es gibt mehrere Indikatoren, aber es äußert sich unter anderem in einer enorm hohen Wahlenthaltung, mit Ausnahme vielleicht der Präsidentschaftswahl. Das werden wir gleich nochmal etwas detaillierter sehen. Die Folge ist, dass das politische System der Fünften Republik in eine außerordentlich instabile Situation geraten ist. Wenn Sie die Ergebnisse der letzten Wahlrunde, das waren ja zwei Wahlen, die Präsidentschaftswahl und die Wahl zum Parlament, zur Assemblée Nationale, sich ansehen, und dann sehen Sie, dass die klassische Parteienstruktur völlig durcheinander gewirbelt ist. Die Parti Socialiste, das wäre sozusagen das Äquivalent der SPD in Frankreich, hat eine dramatische, ja, katastrophale Niederlage erlitten. Der vorherige Präsident François Hollande war mit großen Hoffnungen angetreten 2012 und hat diese Hoffnungen sehr enttäuscht, mit dem Resultat, dass dann der Kandidat, der offizielle Kandidat der PS, der angetreten ist, nur noch 6,3% bekommen hat. Also ein dramatischer Verfallsprozess. Aber auch in den anderen Lagern, insbesondere im konservativen Lager, hat es eine ziemlich schwere Niederlage gegeben. Zum allerersten Mal in der Geschichte der Fünften Republik, also seit 1968, sind die Konservativen nicht in der ersten Runde, in der zweiten Runde, in der Stichwahl der Präsidentschaftswahl vertreten gewesen. Also das heißt, dass die beiden großen Lager, auf der einen Seite das PS-Lager, mit dem oft viele Linke dann auch koaliert haben, und das konservativ-bürgerliche Lager quasi zerfallen sind oder zumindest stark in der Krise stecken. Es gibt dann weitere interessante neue Entwicklungen. Da ist natürlich die Entstehung der Bewegung von La République en Marche, das ist jene Bewegung, die Macron gegründet hat,
kurz vor der Wahl und auf der Linken ein neues interessantes Phänomen, La France Insoumise, das widerständige, das nicht unterwerfungsbereite Frankreich. Unter Jean-Luc Mélenchon hat quasi die Position eingenommen auf der Linken, die die PS bisher hatte, aber eben nach links verschoben. Auf deutsche Verhältnisse übertragen könnte man grob sagen, es ist so, als ob die Linkspartei jetzt 20% hätte und die SPD 8%. Also in dieser Richtung bewegt sich das. Also wir haben eine enorme, in dieser Wahl sichtbar gewordene politische Instabilität. Und die hat natürlich dazu geführt, dass es schon länger, aber auch dieses Mal wieder Protestwahlen gab, die nach rechts gehen. Das heißt, Front National und Marine Le Pen haben schon seit vielen Jahren, sind sie dabei, diese Unzufriedenheit, diese Verunsicherung in der Bevölkerung auf ihre Partei sozusagen zu ziehen, mit durchaus nennenswerten Erfolgen. Und da die Linke, insbesondere die Parti Socialiste, also die Hollande-Partei, diesen Kurswechsel gemacht hat, diese große Enttäuschung hervorgerufen hat nach 2012, war das keine Alternative, was noch einmal Zulauf für Le Pen gebracht hat. Wir haben den Kollaps der PS, wir haben die Krise der Konservativen und wir haben jetzt Macron, dem es gelungen ist, ein neues Bündnis herzustellen, eine Allianz, in der Teile der alten sozialistischen Partei vertreten. Einige Minister sind schon vor der Wahl übergelaufen zu ihm. Und in dem gleichzeitig Führungspersönlichkeiten, zum Beispiel der jetzige Ministerpräsident, ebenfalls aus dem konservativen Lager kommen, also aus der Sarkozy-Partei, der Républicains heißen die. Ja. Und er hat dann das gebildet, die sozusagen zusammengeführt, in so etwas wie einer großen Koalition auf Französisch. Das heißt also im Grunde eine konservativ-liberal- sozialdemokratische Allianz mit einem kleinen grünen Einsprengsel, wenn man noch will. Der Umweltminister ist also ein bekannter Umweltaktivist, von dem wir aber nicht wissen, wie lange er es machen wird. Also im Grunde fast schon eine Jamaika-Konstellation, allerdings mit einem viel dünneren Grün da drin. Also Sie sehen, diese Rekonfiguration, diese völlig neue Zusammensetzung des politischen Systems ist Ausdruck dieser Instabilität und dieser Krise. Und wir wissen nicht, ob sich das jetzt stabilisiert oder ob diese instabilen Verhältnisse weitergehen. Das kann man nicht wissen. So. Und wie gesagt, als letzter Punkt hier, es gibt auf der Linken quasi eine neue hegemoniale Kraft. Das ist La France Insoumise. Wir haben jetzt diese Krisenerscheinungen geschildert. Man muss bei einem nüchternen Blick allerdings auch sehen, dass dabei eine ganze Reihe von psychologischer Kriegführung dabei ist. Natürlich gibt es diese objektiven Krisenerscheinungen, Arbeitslosigkeit ist kein Spaß, ja. Aber sie wird auch benutzt, sie wird instrumentalisiert für bestimmte Zwecke. Denn wenn man ein paar andere Indikatoren heranzieht, dann stellt man zum Beispiel so etwas fest, dass die Arbeitsproduktivität in Frankreich höher ist als in Deutschland. Und übrigens auch die Zuwachsraten höher sind. Die Investitionsquote beträgt in Frankreich 20,8%, in Deutschland nur 19,4%. Wir wissen das alle, am Verfall der Infrastruktur, die schlechten Straßen. Ich bin gerade mit der Bahn gekommen, hat wieder Verspätung gehabt. Also man sieht, dass sich solche Dinge im Alltag der Menschen natürlich dann auch widerspiegeln. Also Frankreich hat die Nase vorn, was Investitionen angeht. Auch die Armutsquote ist um 3% niedriger. Es gibt Armut, ungefähr 15%, und das ist zu viel und das ist nicht akzeptabel. Aber wenn man schon vergleicht, wir tollen Deutschen immer, ja, muss man feststellen, die Quote ist 3% unter der in Deutschland. Das Rentenalter ist niedrig. Ja. Wenn Sie die Bild-Zeitung gelesen haben vor in dieser Wahlkampfzeit, wo öfters über Frankreich berichtet worden ist, dann haben Sie solche Storys gelesen, ja, die gehen ja alle, wenn sie knapp über 40 sozusagen ziehen aufs Land, kaufen sich ein Häuschen, in den Vorruhestand. Ja. Das ist ja
in der Tendenz der Franzose lebt halt, wie Gott in Frankreich, werden wir uns abschuften. Ja. Das war so ein bisschen die Das offizielle Rentenalter liegt jetzt bei 62. Und wie immer gibt es da natürlich auch viele, wie soll ich sagen, Nebenwege. De facto liegt es noch etwas drunter. Ja, also das reale Renteneintrittsalter liegt deutlich unter dem 3-4 Jahre in Deutschland. Also die Lebensqualität ist in Frankreich einfach besser, was diese Frage angeht. Die Durchschnittsrente ist auch höher als bei uns. Auch der Mindestlohn ist höher, der berühmte SMIC, ja, liegt bei 1200 Euro, bei uns liegt er bei 900 Euro. Frankreich hat die 35-Stunden-Woche, auch wenn man natürlich sagen muss, dass in der Praxis das inzwischen sehr stark erodiert ist und sie nur noch in den Großbetrieben und in den staatlichen Betrieben eingehalten wird. Aber insgesamt ist das auch noch eine bessere Situation als bei uns. Was die wenigsten wissen, die Lebenserwartung in Frankreich ist fast um 2 Jahre höher als hierzulande. Das kommt vom guten Essen und Trinken. Mein Bordeaux soll ja gut sein gegen Herzinfarkt, habe ich gelesen neulich. So, auch das ein interessanter Indikator, die Geburtenrate. Es ist zum einen ein Indikator dafür, dass die Stellung der Frauen besser ist als bei uns, dass die Versorgung von der Kinderkrippe, der Betreuung der Kinder und so weiter besser ist. Und deswegen ist natürlich nicht diese scharfe Fragestellung, haben wir noch ein zweites Kind oder muss ich jetzt zu Hause bleiben oder sowas. Ja? Und es bedeutet natürlich für die längerfristige Entwicklung, für die Entwicklung der Sozialsysteme und der Rentensysteme, dass Frankreich auch ökonomisch die Volkswirtschaft insgesamt in einer besseren Situation steckt und noch in Zukunft einer noch besseren stecken wird. Im Grunde ist es, wenn man diese ganzen Untergangsszenarien hört über Frankreich, so ein bisschen, vielleicht erinnern sich die einen oder anderen daran, wie jene Untergangspropaganda, die wir Anfang der Nullerjahre hatten, als es darum ging, Agenda 2010 in Deutschland durchzusetzen. Da hieß es auch, wir sind bald am Ende und wenn jetzt nicht sofort eine große Wende herbeigeführt wird, dann ist das der Untergang und so ähnlich. Ja. Und das wird natürlich ebenfalls in Frankreich von einem Teil des politischen Spektrums instrumentalisiert und genutzt, also die Krisenerscheinung, um eine ähnliche Propaganda zu machen und um vor allem ähnliche Reformen, wie es heißt, durchzuführen. Dazu kommen wir aber gleich. Und dazu ist jetzt ausersehen, dass Macron der große Macher ist, der diese Reformen jetzt durchführen soll. Diese, ich nenne sie mal neoliberale Reformversuche, sind nicht neu. Das hat es in Frankreich schon vor 20 Jahren gegeben und Chirac hat das angefangen im Grunde, begleitet in der Regel mit starken Protesten auf den Straßen. In den 90er Jahren wurde schon mal ein Versuch gemacht, das Rentensystem zu verändern. Der Widerstand war sehr groß bis in die Ära von François Hollande hinein. Also es gibt in der Gesellschaft einen starken Widerstand gegen diesen Typus von Reformen. Jetzt aber, das ist sozusagen die Stimmung, die erzeugt worden ist, jetzt soll alles anders werden, jetzt kommt die große Wende mit Macron. Und zwar geht es dabei in seinem Reformprogramm um 2 große Dinge, die uns alle sehr bekannt vorkommen, nämlich Arbeitsmarktreform, also das, was man Hartz-IV-Gesetze nennt, das heißt eine Deregulierung des Arbeitsmarktes, eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und damit verbunden vor allem eine Schwächung der Gewerkschaften. In Klammern zu den Gewerkschaften eine Bemerkung, weil da mitunter eine falsche Wahrnehmung ist. Der Organisationsgrad in Frankreich der Gewerkschaft ist geringer als bei uns, deutlich geringer, um die 10%. Aber das ist nicht das entscheidende Kriterium, um sozusagen die Kampfkraft oder das politische Gewicht der Gewerkschaften zu beurteilen. Es gibt in Frankreich ein System der Betriebsratswahlen und dort sieht man, dass
die Gewerkschaften, auch wenn sie selbst nicht sehr viele Beschäftigte organisiert haben in diesen Wahlen, in diesen Betriebsratswahlen, immer eine große Unterstützung bekommen, eine große Beteiligung und deswegen in, zumindest in den großen Betrieben, eine starke Stellung haben. Und ein zweites Bein ist bei den französischen Gewerkschaften, dass sie auch sozusagen im außerparlamentarischen, auf der Straße, eine starke Mobilisierungsfähigkeit haben. Insofern ist natürlich die Schwächung der Gewerkschaften ein wesentlicher Punkt, wenn man die Arbeitsmärkte deregulieren will. Das war ja auch bei uns ganz genauso der Fall. Und die zweite große Zielsetzung ist Haushaltskonsolidierung, wie es heißt. Das heißt die Einhaltung der Maastricht-Kriterien. Frankreich reißt die schon seit Jahren. Und das große Ziel von Macron neben den Arbeitsmarktreformen, mit denen jetzt begonnen wurde, ist es, die den französischen Haushalt zu konsolidieren. Das heißt, an die Maastricht-Kriterien anzupassen. Das ist also innenpolitisch die Lage. Und jetzt werfen wir nochmal einen Blick, wie sieht das machtpolitisch aus? Hat Macron sozusagen so viel Power an den Füßen, als dass er das durchkriegen wird? Ist diese Erwartung, dass er im Gegensatz zu Chirac, selbst Sarkozy und Hollande in der Lage ist, diesen Typus von Reformen zu machen? Oder sollen wir uns jetzt mal ansehen, wie die Kräfteverhältnisse innenpolitisch in Frankreich aussehen? Sie haben hier das Wahlergebnis der ersten Runde der Präsidentschaftswahl. Das ist das Ausschlaggebende. Das ist die Wahl, in der praktisch die Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft am realistischsten zum Ausdruck kommen. Weil dort können alle antreten, alle Parteien, und messen sich sozusagen im direkten Vergleich miteinander. In der zweiten Runde, Frankreich hat ja diese Mischung aus Verhältniswahlrecht, das ist also das, was in der ersten Runde geschieht, und Mehrheitswahlrecht in der Stichwahl in der zweiten Runde. Und in diesem Falle ist es schon etwas verzerrt, weil selbst in der ersten Runde ein Haufen Leute bereits Macron gewählt haben, nicht weil sie ihn mögen, sondern weil sie Le Pen verhindern wollen. Und zwar aus beiden Ecken des politischen Spektrums. Ich kenne selbst viele Linke, die gesagt haben, ich habe schon in der ersten Runde Macron gewählt. Noch mehr war es dann im konservativen Lager, wo ebenfalls sehr viele Macron gewählt haben, weil sie Angst hatten, dass unter Umständen Mélenchon auch noch in die zweite Runde käme. Das war sozusagen der ultimative Albtraum der staatstragenden Mitte, eine Stichwahl aus Mélenchon und Le Pen zu haben. Deswegen ist es schon etwas verzerrt, aber dennoch, wenn Sie sich das genau ansehen, dann sehen Sie, wir haben eine Vierergruppe, die relativ dicht zusammenliegt. Also Mélenchon, sozusagen der Linke, hat in absoluten Stimmen nur 200.000 Differenz zu dem Nächsten gehabt und nur 600.000, um in die Stichwahl zu kommen. Also wir haben eine Viererkonstellation im Augenblick, die sich hier gezeigt hat bei diesen Wahlen. Die sind deswegen natürlich auch noch wichtig, weil der Präsident in Frankreich verfassungsmäßig eine ganz andere Stellung hat, viel machtvoller ist, als wir das meistens wissen und wahrnehmen. Ein zweiter interessanter Punkt, der jetzt wieder auf... Also Sie sehen, Macron ist nicht der große Sieger, wie das in der Stichwahl herausgekommen ist. Wenn man die Verhältnisse mal realistisch betrachtet, gibt es eine Vierergruppe, in der sein Lager im Augenblick leicht vorne liegt, aber das kann sich jederzeit ändern. Er hat innenpolitisch also nicht diese Wahnsinnsunterstützung, wie sie in dem Stichwahlergebnis von, ich glaube, 68% oder was zum Ausdruck kommt. So, um das zu bestätigen, hier ein Schaubild, das die Wahlen zur Assemblée Nationale zeigt, und zwar die erste Runde, und das ist der rote, und das blaue ist die erste Runde der Präsidentschaftswahlen. Und da sehen Sie, dass die Parteien aller Kandidaten ganz gewaltig verlieren in der Nationalratswahl an Stimmen und vor allem dann an Wahlbeteiligung. Sie sehen,
Macrons Partei, La République en Marche, hat hier 6,4 Millionen Stimmen. Le Pen hatte 10 Millionen in der Stichwahl bei den Präsidentschaftswahlen. Ne? Also muss man die Proportionen sich ansehen. Und so zieht sich das durch. Sie sehen, die stärksten Verluste bei der Nationalratswahl im Vergleich zur Präsidentschaftswahl hat Le Pen und Mélenchon, also La France Insoumise und Front National. Das hängt damit zusammen, dass die Wählerschaft dieser beiden Formationen besonders stark soziale Unterschicht, marginalisierte, Arbeitslose und so weiter repräsentiert hat. Und die gehen erfahrungsgemäß eher nicht wählen. Ja, also da ist die Wahlenthaltung generell schlechter, während die anderen meistens die Gebildeten und Besserverdienten haben und die nehmen an jeder Wahl teil. Können Sie mal bitte vorlesen, was der untere Rand ist? Kann man nicht lesen, welche Parteien? Ah ja, links, das ist La République en Marche, das hier. Das ist Les Républicains, also die Konservativen. Das ist der Front National. Das ist La France Insoumise. Und das ist die Sozialistische Partei. So, und jetzt eine hochinteressante Zahl, oder nochmal unten. 62% der abgegebenen Stimmen und gültig davon wiederum waren nur also 38% der gesamten Stimmen. Das ist also eine Nicht-Beteiligungssumme von 60%. So eine Übersetzung muss man mal vorstellen. Also wenn man von Krise der Repräsentation, von Krise des politischen Systems in Frankreich spricht, dann sehen Sie das. Das sind die Wahlen zum Parlament. Stellen Sie sich vor, bei der Bundestagswahl würden nur 38% der Stimmen gültig gewesen sein. Also auch hier sehen Sie, dass es ein Legitimationsdefizit für Macron in der innenpolitischen Landschaft Frankreichs gibt. Es gibt also, das ist sozusagen meine These jetzt oder die Zustimmung des Ganzen, eine Krise der Repräsentation, die wird jetzt nochmal verstärkt durch das Wahlsystem bei der Nationalversammlung. Dort ist es so, dass für die Stichwahl sich in der Regel dann in den beiden großen Lagern Kandidaten zusammensetzen und sagen, wo die KP, die SP und irgendwelche Trotzkisten haben kandidiert, wer ist am besten, wer hat die meisten Chancen von uns, gegen einen konservativen Kandidaten anzutreten, gibt es einen Deal und dann werden auf der Grundlage dann dieses Deals wird der Kandidat ernannt und hat dann viel bessere Chancen gewählt zu werden. Das führt zu folgendem Phänomen. Sehen Sie, bei der Sozialistischen Partei, die hat 5,7% und 30 Sitze. Dann haben Sie den Front National, der hat 8,8%, also 3% mehr, aber nur 8 Sitze. Also ein Viertel von den Sitzen. Das entsteht genau durch dieses System, weil mit dem Front National macht keiner Bündnisse. Die sind sozusagen isoliert. Mit dem Resultat, dass selbst in vielen Wahlkreisen, wo Ihr Kandidat in der ersten Runde stark ist, dann der Rest sich gegen Sie zusammenschließt und Sie deswegen auf diese Zahlen kommen. Die haben nicht mal Fraktionsstatus. Fraktionsstatus beginnt ab 10 Abgeordneten. Die Kehrseite ist natürlich die, dass sich der Front National super verkaufen kann als Opfer eines undemokratischen, nicht repräsentativen Systems und das geht seit vielen Jahren so. Ein anderes Beispiel, Modem kennt wahrscheinlich kaum jemand hier, muss man auch nicht, ist eine Funktionspartei wie die FDP früher, mal mit den Linken, mal mit den Rechten. Die haben nur 6,1% und 42 Sitze, weil sie eben geschickte Deals mit der Truppe von Macron gemacht haben. Und ebenfalls ein großer Profiteur davon ist die KP, die mit nur 1,2% durch geschickte Bündnispolitik, vor allem mit der Sozialistischen Partei, immerhin 10 Parlamentssitze bekommen. Also Sie sehen hier eine massive Problematik, die neben der geringen Wahlbeteiligung jetzt auch noch im System selbst auf bestimmte Probleme weist. Und es gibt jetzt einen dritten Aspekt natürlich, den, wenn man über Frankreich und Krise der Repräsentation spricht, das politische System der 5. Republik trägt Züge,
einer präsidentiellen Monarchie. So, und deswegen an dieser Stelle das Kapitel abschließen. Eigentlich ist es schief gegangen. Ich hatte das Gesicht von dem Macron da rein montiert. Ich weiß nicht, wie sehr das Das ist irgendwie ein technischer Fehler von mir gewesen. Aber Sie haben den Macron sofort erkannt. Macron 14. Emmanuel 14. Ja, und Sie sagen das so spaßhaft. Es gab kurze Zeit nach der Wahl gab es eine Diskussion, die von ihm selbst angestoßen worden ist, wo er die kulturelle Ausstrahlung, den Habitus seiner Präsidentschaft als jupiterhaft bezeichnet. Also er ist selbst sozusagen innerlich davon beseelt, das, was in dieser Verfassung steht, nämlich dass dieser Präsident unbegrenzte Vollmacht, der kann das Parlament auflösen, der kann ohne zu fragen Krieg führen, also das ist gewaltig, und er kann Gesetze durchziehen, ebenfalls mit der Verfassung, ohne dass das Parlament dazu gefragt wird, was jetzt genau der Fall ist mit den Arbeitsmarktreformen. Da gibt es sozusagen einen Blankoscheck, der von seiner Fraktion abgesegnet worden ist, und dann kann er quasi per, ich will jetzt nicht das Wort Notverordnung in den Mund nehmen, aber in der Tendenz ist es so etwas, er kann also im Grunde freihändig jetzt alle möglichen Gesetze bei dieser Arbeitsmarktreform durchziehen. Das ist also sein Trumpf, also seine Chance, weil die politische, der Rückhalt in der Gesellschaft nicht wirklich groß ist. Seine Chance ist im Grunde ein autoritäres Durchregieren, und offenbar versucht er das. Das hat aber bereits einige Konsequenzen gezeitigt. Wer Frankreich kennt, La Rentrée gehört mit zu den Grundlagen der französischen Lebensweise. Also nach den großen Sommerferien fahren alle nach ans Mittelmeer. Wer Asterix gelesen hat, kennt das. Ils sont fous les Romains, also sind sie, ils sont fous les Parisiens, also sagen, fahren alle zum gleichen Tag ans Mittelmeer und kommen alle am gleichen Wochenende zurück. Das ist Ende August oder Anfang September, und das ist dann die Rentrée. Da in der Zwischenzeit war politisch tot, war das ein Friedhof normalerweise, und nach der Rentrée geht das Leben wieder los. Und da vergleichen wir jetzt mal die Umfragewerte von drei Präsidenten. Sarkozy 2008, also das Blaue sind die Umfragewerte nach seiner Wahl, und das andere sind die nach der Rentrée, ist ja immer im gleichen Zeitraum, früher. Also der ist leicht abgesunken, der Sarkozy. Sein Nachfolger Hollande 2012 ist sogar ein kleines bisschen gestiegen, von 43 auf 45 die Beliebtheit. Und jetzt gucken wir uns die von unserem Jupiter an. Also Sie sehen, es ist jetzt nicht nur eine objektive ökonomische Politanalyse, die ich mache, sondern auch in der Wahrnehmung vieler Franzosen spiegelt sich das wider, dass Macron es außerordentlich schwer haben wird, in der Gesellschaft Zustimmung für seine Politik zu gewinnen, trotz seiner über 60% in der Stichwahl gegen Le Pen. So. Jetzt kommen wir zum Kernthema eigentlich. Das, was bei uns als die große Botschaft von Macron wahrgenommen wird, als großer, Anführungszeichen, Europäer. Dazu wieder eine Vorbemerkung. Ja, wir wissen ja, der Historiker immer kennt das, wenn Cäsar irgendwas gesagt hat, und dann muss man immer doch ein bisschen genauer gucken, ob es immer alles stimmt, was der Cäsar da sagt. Deswegen will ich Ihnen ein Beispiel nennen, was den großen Europäer angeht. Er hat in seiner berühmten Rede in der Sorbonne gesagt, ich bin dafür, dass wir 2019, das sind Europaparlamentswahlen, oder eben, transnationale Listen erstellt werden, die es den Europäern erlaubt, für ein gemeinsames und kohärentes Projekt zu stimmen. Also transnationale Listen. Das heißt, es gibt eine sozialdemokratische Liste in allen 27
Und es gibt eine Konservative in allen 27 und es gibt eine Linke und so weiter. Das ist die Vorstellung. Ja. So, und heute habe ich zufällig im Zug gesehen, den Figaro, und da sehen Sie hier diesen Artikel, also die Überschrift. Es gibt ein nationales Abstimmung, also keine transnationalen Listen bei den Europawahlen. Édouard Philippe, das ist der Regierungschef unter Macron, ein Konservativer, hat angekündigt, ein Gesetzesvorhaben, nachdem die Franzosen 2019 mit nationalen Listen stimmen werden. Also, das eine kündigt er an im September und seine Regierung macht das jetzt im, was haben wir? November. Was steckt dahinter? Das hat natürlich einen Grund. Nein, es ist nicht einfach nur, dass sie es vergessen hätten, ja, sondern es hat einen tieferen Grund. Ist ganz klar, La République en Marche hat bisher keinen Partner in Griechenland oder in Deutschland oder in Spanien oder in Belgien, um eine gemeinsame transnationale Liste zu machen. Konsequenz würde sein, wenn es transnationale Listen gibt, La République en Marche würde irgendwo bei den EP-Wahlen bei 4% oder 4,5% landen und jene, die den Typ auch noch so schön finden, vielleicht noch 2% mehr, also in dieser Größenordnung. Das wäre ein Absacken. Und das möchte er nicht. Und deswegen ist es mit der Transnationalität europäisch, das Ganze steht im Kapitel Demokratie, eben doch nicht ganz so europäisch, wie es aussieht. Damit will ich nicht behaupten, dass alles, was der sagt, gelogen ist oder sofort wieder über den Haufen geschmissen wird. Ich will es nur anführen, es ist ein Beispiel, wir werden noch ein paar andere nachher erleben, die uns darauf hinweisen, dass man bei Reden, und wenn die Selbstdarstellung jetzt von ihm kommt, auch immer so ein kleines bisschen skeptische Distanz bewahren soll. Das war die quellenkritische Vorbemerkung. Jetzt zu seiner EU-Position. Er hat sie in zwei großen Reden dargestellt, einmal in Athen, wo er schon zur Begrüßung Mon cher Alexis, das war der Tsipras, und alle anderen Anwesenden begrüßt hat vor der Silhouette der Akropolis. Und das passt in dieses Bild des Jupiterhaften. Dazu gehört ja die Inszenierung. Wer französische Präsidenten und ihren ganzen Habitus kennt, weiß, das ist eine Inszenierung monarchischer Prachtentfaltung. Dagegen ist, ich würde sagen, selbst Putin ein Waisenknabe. Ja. Das waren die beiden Reden, die er gehalten hat. Und daraus zitiere ich jetzt, da ich habe so eine kleine Struktur, 4, 5 zentrale Punkte, die quasi als Leitmotiv bei ihm zu erkennen sind. Als erstes, er ist sehr EU-kritisch. Also es wimmelt von kritischen Passagen. Einige davon, wenn man die, ohne zu sagen, von wem sie kommen, in einem Durchschnittspublikum bei uns hier präsentieren würde und fragt, Triple Choice, wer hat das gesagt, Marine Le Pen oder Mélenchon oder Macron, ja, die meisten auf die ersten beiden tippen würden, ja, und nie auf Macron kommen. Ein sehr kritischer Umgang mit den Praktiken der EU. Was jetzt auch nicht so völlig neu ist, wer die Reden von Juncker mal liest, die sind inzwischen auch relativ selbstkritisch. Also die EU ist ja so tief in der Krise, dass man durch reine Schönfärberei und Schönrednerei nur das Gegenteil erklärt. Also hier so ein Satz, ne? Jene, die in Europa an der Spitze standen, er meint natürlich die EU, haben getan, als ob nichts wäre. Sie haben bequeme Wege beschritten, abseits vom Volk. Sie haben die Methode angewandt, die jahrzehntelang gut funktioniert hatte, nämlich Europa unter sich auszumachen und es erst hinterher den Leuten zu erklären. Es gibt ähnliche Zitate von Juncker übrigens, ja. Wir machen mal erst was und dann sehen wir, ob die Leute sich aufregen und reden dann aber weiter. Also, genau so. Also das kommt von Macron. Das ist einer der Gründe, warum auch, sagen wir mal, bei aufgeklärtem Publikum er einen großen Anklang findet, weil er diese kritische Sicht auf die EU hat. Wir haben während der ersten Jahre in der Eurozone viele Fehler gemacht.
Wir haben das Gefühl für den sozialen Zusammenhalt verloren. Also eine ausgesprochen linke, mindestens sozialdemokratische Kritik an der EU. Wenn man das vor 10 Jahren hier in diesem Raum gesagt hätte, ach, also Sie sehen, das ist ein Grund, wie gesagt, warum Macron sehr erfolgreich ist. Und er kommt deswegen dann zu dem großen Schluss, wir müssen Europa neu begründen. Also das ist das erste Leitmotiv in seinem europapolitischen Narrativ, Selbstkritik oder Kritik an der EU. Das zweite Leitmotiv ist ein enormes Pathos und der Versuch, Identitätspolitik zu betreiben, das heißt so etwas wie eine europäische Identität zumindest zu beschwören oder zu behaupten, es gäbe so etwas wie eine europäische Identität. Und dazu auch ein paar Zitate. Das, was zutiefst unsere Identität prägt, das ist diese Verbindung der Werte, unserer Beziehungen zur Freiheit, zu den Menschenrechten, zur Gerechtigkeit, die einzigartig sind auf unserem Planeten. Sie kennen das aus allen Versuchen, eine nationale Identität zu konstruieren. Da wird also das eigene, die eigene Nation als außergewöhnlich dargestellt. Das Volk der Dichter, Henker und solche Dinge, ja, oder Deutschland über alles. Hier ist es sozusagen EU, ne, ist einzigartig, ganz toll. Das ist so ein Grundzug, den finden Sie bei allen Nationalstaaten und den versucht er jetzt auch auf die EU anzuwenden. Insofern ist die Vorstellung, die EU sei die Überwindung des Nationalstaates, würde ich mal sagen, ein Irrtum. Also das ist ein wichtiges Leitmotiv. Dann natürlich das Narrativ vom Friedensprojekt Europa. Können Sie es lesen? Da brauche ich nicht vorlesen. Soll ich vorlesen? Ja. Die Kombination aus materieller Lebensqualität, aus demokratischer Partizipation, aus sozialer Absicherung und Chancen zur Bildung als Voraussetzung für persönliche Entfaltung ist in dieser Form nur in Europa zu finden. Oder ein gleicher Geist. Europa, das so mühevoll aus einer blutigen Vergangenheit zur freiheitlichen und friedlichen Gegenwart und Zukunft gefunden hat, ist eine echte Wertegemeinschaft geworden. Also, Sie sehen, jetzt muss ich Ihnen aber etwas gestehen. Ich habe Sie ein kleines bisschen an der Nase herumgeführt. Diese beiden Zitate passen zwar voll dazu, aber sie stammen nicht von ihm, sondern, können Sie das lesen, da und Bundeskanzler Gerhard Schröder im Jahre 2002. Das dritte Leitmotiv, das er hat, ist der Gedanke, Europa, also die EU, great zu machen, groß zu machen. Er spricht nicht von a game. Ja, hier sehen Sie wieder das erste Leitmotiv. Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen, er war jetzt in Afrika gewesen, bei dem Gipfel EU-Afrika und hat dort auch eine große Rede gehalten. Dort hat er, und das muss man sagen, das ist für einen französischen Präsidenten in der Tat ein wichtiger Schritt und neu und kann man nur gut finden, den französischen Kolonialismus in die Pfanne gehauen. Das hätte ich auch kaum anders gemacht. Ja. Also in dieser Hinsicht ist Macron kein Problem. Aber deswegen heißt es nicht make great again. Da unterscheidet er sich doch von dem anderen, von dem dieses an den dieses Zitat natürlich auch erinnert. Wie können wir aus der Eurozone eine ökonomische Macht machen, die gegenüber China und den Vereinigten Staaten bestehen kann? Das ist also ein Leitmotiv, das sich in seinen Reden immer wieder findet und wie ein roter Faden durchzieht. Auch nicht völlig nur Macron speziell, das finden Sie auch in fast allen Grundlagenpapieren der EU, der Kommission, von dem Juncker, von Mogherini oder wer auch immer in den letzten Jahren. Das ist also eine Grundsorge, dass die EU in dieser neuen, brodelnden, sich umgestaltenden Welt marginalisiert werden könnte. Und deswegen ist das ein wichtiges Leitmotiv, das sich dann vor allem in einem vierten Leitmotiv niederschlägt, nämlich in dem Wunsch, die EU auch zu einer Militärmacht zu machen. Wie können wir aus unserem Europa eine diplomatische und militärische Macht machen, die unsere Werte und Interessen verteidigen kann? Ja. Bei der Verteidigung muss die autonome Handlungsfähigkeit Europas unser Ziel sein, komplementär zur NATO.
Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, das sind andere Debatten. Das Verhältnis NATO und EU ist ein hochinteressantes, das transatlantische Verhältnis. USA, Brüssel spielt da hinein. Das kann man bei der Diskussion vielleicht behandeln. Sie sehen aber, auch das thematisiert er, ist ein wichtiges Motiv. Und er schlägt dann eine europäische Interventionstruppe vor mit einer gemeinsamen strategischen Kultur. Das klingt alles sehr schön. Ne? Ich meine, wenn man böswillig wäre, könnte man sagen, das ist Kanonenbrotpolitik des 21. Jahrhunderts. Aber wir sind ja nicht bösartig. Aber das ist natürlich ein Leitmotiv, das zieht sich auch durch seine europapolitischen Vorstellungen. Also er möchte Europa als, über die EU, eben als starke Militärmacht, um es mal ein bisschen salopp zu sagen, die im Sandkasten mit den Chinesen und dem Ami spielen kann. So, aber, und jetzt kommt ein interessanter Punkt. Wir haben jetzt nur von den beiden europapolitischen Reden und deren mediale Rezeption gesprochen. Es gibt eine andere Rede, die kaum jemand wahrgenommen hat, die ich aber gelesen habe auf seiner Homepage von Macron. Die hat er vor dem diplomatischen Korps, also vor seinen Apparatleuten, die französische Außenpolitik machen, gehalten, in der drei Wochen vor der in Athen. Und da sagt er, zitiere: Ich habe mich für einen Weg entschieden, durch den Frankreich wieder seinen Rang unter den Nationen Europas einnimmt, sich den Herausforderungen der Welt von heute stellt und seinen Standpunkt deutlich zu Gehör bringt. Das ist also die Rede bei der Botschafterkonferenz im Außenministerium in Paris. Das heißt, man kann daraus schließen, das Verhältnis zwischen seinen europapolitischen Vorstellungen und diesem Standpunkt lässt darauf schließen, dass er Europapolitik instrumentell sieht, to make France great again. Also das ist nicht verschwunden, das was die Deutschen und vor allem die deutschen Linken immer mit ein bisschen verächtlichem Unterton sagen, reden von der Grande Nation. Frankreich reden übrigens kein Mensch von Grande Nation, das hat der Goethe eingeführt, eine deutsche Redeweise von der Grande Nation. Die reden von der Grande Armee zum Beispiel, was anderes. Aber dieser Grundgedanke, dass Frankreich eine große Nation unter den Völkern der Welt ist und da eine führende Rolle spielt, nicht die, aber eine führende Rolle spielen soll, ist ganz stark drin. Ich könnte noch sieben andere Zitate dieser Art bringen, auch deren Operationalisierung, die er in dieser Rede hat. Aber Sie sehen hier, dass das mit seinem Europa-Diskurs doch in einem interessanten Spannungsverhältnis steht. Daraufhin habe ich doch mal einen von uns zitiert. Der ist jetzt leider weg da unten. Das kennen Sie alle aus dem Haus. Das ist der Moment, in dem Faust sieht, wie der Pudel, der ihn beim Osterspaziergang ständig umschwänzelt hat, plötzlich als Mephisto herausstellt. Okay, das ist übrigens auch ein Leitmotiv, aber nicht so wichtig bei Macron. Der ist noch viel schlimmer bildungsbürgerlich, als ich das jetzt tue. Da wimmelt es in den Reden von Proust. Wer kennt Proust? Das war jetzt ein Fehler. Ich hatte gehofft, dass nur drei Leute den Namen mal gehört haben. Jedenfalls macht er das sehr gern. Er präsentiert sich gern. Das ist dieses Leitmotiv der Kulturidentität Europas, die dahinter steckt. Er zitiert ununterbrochen in seinen Reden irgendwelche Geistesgrößen. Nietzsche und Goethe ist auch schon vorgekommen. Aber das war jetzt abgeschweift. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, der eigentlich der Kern ist und der auch hier in unserer innenpolitischen Debatte eine Rolle spielt. Das sind die Vorschläge zur Stabilisierung der Eurozone. Dass die Eurozone ein Problem hat und so weiter, brauche ich jetzt, glaube ich, hier nicht weiter auszuführen. Es gibt einen weiten Konsens, und zwar sowohl von Kritikern als auch Befürwortern des Euro und der Eurozone, dass es so nicht weitergehen kann. Es muss was passieren, in die eine oder die andere Richtung, das wird zeigen. Ja. So, und Macron hat einen Vorschlag gemacht,
relativ vage, muss man sagen, der aus drei Hauptkomponenten besteht. Die erste, er möchte einen Euro-Finanzminister mit Durchgriffsrecht. Also der Durchgriffsrecht heißt, dass er zum Beispiel einem Mitgliedsland sagen kann, Leute, diese Ausgaben müssen gestrichen werden, weil ihr sonst über die Maastricht-Grenze kommt, also über 3% Neuverschuldung. Das will er. Zweitens will er ein Eurozonenbudget aus mehreren Prozent des BIP. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie viel das EU-Budget im Augenblick beträgt. Das ist 2% des BIPs der ganzen EU, also dieser 27/28 Länder. Ja. 2%. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie würden das um mehrere Prozent erhöhen, das würde, also wenn man es nur um 2%, wäre das eine, zumindest für die Eurozone, Verdoppelung. Also eine gigantische Größe. Das ist also der Vorschlag, den er in Athen gemacht hat. In der Sorbonne hat er nur noch das Budget erwähnt, die Prozente weggelassen. Und er fordert ein eigenes Parlament für die Eurozone. Das sind die drei Komponenten, das ist der Kern des Ganzen. Wir gehen jetzt nochmal ein kleines bisschen weiter nach. Das Ganze enthält bereits einen vorauseilenden Kompromiss. Es ist sehr vage gehalten, wobei das jetzt kein Vorwurf unbedingt sein muss. Er weiß natürlich, alleine kann er das alles gar nicht machen. Er muss mindestens auf Berlin Rücksicht nehmen. Und was man mit Berlin machen kann, weiß im Augenblick auch Berlin nicht. Deswegen hat er es so vage gehalten, um dann später, wenn die Deutschen handlungsfähig werden sollten, in konkrete Verhandlungen eintreten zu können. So. Also es ist vage gehalten. Insofern ist es jetzt auch schwierig, über die einzelnen Dinge sozusagen tiefer zu diskutieren. Ja. Und er hat, wie gesagt, das dann, weil er bei der Sorbonne-Rede, damit hat er nicht gerechnet mit dem Wahlergebnis, ja. Er hatte schon vorher gesagt, wenn die FDP in die Bundesregierung kommt, bin ich tot, wirklich. So hat es die Presse gemeldet. Ja. Er weiß, er hat da, wenn wir gleich sehen, natürlich aus diesem Lager scharfen Gegenstand. Deswegen hat er schon sozusagen die vorauseilende Kompromissbereitschaft. Das, was das Mantra der Deutschen ist, nämlich Respekt der Regeln und unumgängliche Formen, also die zwei genannten, Haushaltskonsolidierung, Arbeitsmarktreform, das hat er alles schon reingeschrieben, sozusagen an Merkel und die Deutschen, guckt, ich mache doch alles, was ihr wollt. Und ja, so. Etwas präziser geworden ist jetzt vor kurzem der Chef der französischen Zentralbank, der das öffentlich gemacht hat, und ich vermute mal, dass dieser Mann nicht völlig freihändig einfach so daherlabern kann, sondern dass der zumindest ungefähr weiß, was Macron von der Sache auch hält. Also der François Villeroy, da fehlt ein CD, Entschuldigung, Villeroy de Gallo, schlägt vor, da verdampft das alles schon, diese drei großen Dinger, als nächsten Schritt zumindest, die anderen nennt er dann als langfristige Perspektive, eine Kreditvergabekapazität. Dann gleich sehen, was das ist, und das Ganze verbunden mit Konditionalität. Dazu will er die Vollendung der Bankenunion und eine Kapitalmarktunion. Sie sehen, das ist jetzt wieder was ganz anderes. Das ist nicht der Tonfall, der Habitus, der Jargon von Identität, von Werten, sondern das ist die technokratische Realität der Probleme der Eurozone, ja, die hier zum Ausdruck kommt. Und wahrscheinlich wird es auf diese Dinge hinauslaufen. Was ist das? Also eine Kreditvergabekapazität ist nichts anderes als ein europäischer Währungsfonds. Das heißt also, ein Land kommt in die Bredouille, ist nicht zahlungsfähig, dafür bekommt es aus diesem Fonds Überbrückungskredite, um nicht abzusaufen, ist dann aber gezwungen, und das ist der zweite Punkt, Konditionalitäten einzuhalten, das heißt also den Stabilitätspakt und vielleicht noch neue Kriterien, das ist noch offen, einzuhalten. Also genau das Gleiche, was der IWF macht, der Internationale Währungsfonds, was der seit vielen Jahren mit afrikanischen, asiatischen und so weiter Ländern macht, die in Zahlungsschwierigkeiten sind, die kriegen Geld, und für das Geld müssen sie sogenannte Reformen machen, das sind Privatisierungen,
Deregulierung der Arbeitsmärkte, Flexibilisierung der Wechselkurse und so weiter. Ein ganzes klassisches Programm. Das also ist das, was wahrscheinlich auch von den Deutschen akzeptiert würde, im Großen und Ganzen jedenfalls. Jedenfalls hat sich Schäuble in seinen letzten Tagen als Finanzminister in diese Richtung geäußert. Er sagte, einen europäischen Währungsfonds könnte er sich auch vorstellen. Und deswegen vermute ich einmal, dass die Äußerung von dem Gallo darauf hinausläuft, Berlin zu signalisieren, also wir haben verstanden, dass mit dem Parlament und mit dem Minister, das können wir euch alles noch nicht zumuten. Deswegen wird es darauf hinauslaufen. Also der ganz große Wurf, das ganze Pathos, das in seinen Erzählungen drinsteht, ist auf das geschmolzen, was in der EU am Ende immer herauskommt, nämlich solche institutionellen und bürokratischen Verfahren. So. Als Kontrast dazu, das war jetzt ein besonderer Wunsch auch von Attac München, dass ich erläutere, ein Vorschlag von Piketty, der dazu in Kontrast steht. Auch Piketty hat in einem Buch, das er mit vier anderen Ökonomen und Soziologen geschrieben hat, vorgeschlagen, ein Parlament der Eurozone zu machen. Allerdings eben nicht eines wie das Europaparlament, das sozusagen nur eine Schrumpfform von Parlamentarismus ist, kein Gesetzesinitiativrecht hat, eingeschränkte Kontrollrechte und so weiter. Und Piketty, der übrigens Berater von Benoît Hamon war. Hamon war der offizielle Kandidat der Sozialistischen Partei. Ein Parteilinker, der zur aller Überraschung die Vorwahlen in der Sozialistischen Partei gewonnen hat. Hamon also hatte Piketty als Berater. Sie kennen Piketty, großer Autor, der die ganze Gerechtigkeitsfrage, den Zusammenhang Finanzkapitalismus und Ungleichheit, wie heißt das Buch, des Kapital des 21. Jahrhunderts. So. Er schlägt also auch vor, ein Eurozonenparlament zu machen, aber mit vollen parlamentarischen Rechten, nämlich mit Gesetzesinitiative, Wahl der Spitzenämter in der EU inklusive des EZB-Chefs durch dieses Parlament, Untersuchungsausschüsse, die sozusagen vollen Zugang zu Informationen und allem bekommen und die, das ist jetzt wichtig, im Konfliktfall mit dem Rat, der Europäische Rat ist sozusagen die Versammlung der Regierungen, das letzte Wort haben soll. Im Augenblick ist umgekehrt. Ja, also haben die Regierung und das Parlament hat nichts zu melden, die Regierung das letzte Wort letztlich. Und das ist Pikettys Vorschlag, dass die Machtbalance quasi umgedreht wird. Und vor allem sagt er, das Mandat, sozusagen die Aufgaben, die Funktion dieses Parlaments ist es auch dafür zu sorgen, dass dauerhaftes Wachstum und Beschäftigung zu fördern und den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Dass also im Grunde diese Kritik an der EU, dass sie genau das Gegenteil macht, durch ihre Wettbewerbsorientierung im Verhältnis Kapitalarbeit eben vorwiegend zugunsten des Kapitals und weniger der Arbeit agiert. Das soll sozusagen damit umgedreht werden. Und jetzt kommt aber das Allerinteressanteste und sozusagen das Neueste und Innovative an dem Vorschlag von Piketty. Das Ganze möchte er nicht mehr im Rahmen der EU, der Institutionen, ihrer Verfahren und Regeln machen, sondern als intergouvernementales Abkommen. Was heißt das? Intergouvernemental heißt, jede Regierung in der EU macht mit anderen das, was sie machen will, ohne auf Brüssel, auf die Kommission, auf die Institutionen, auf die Verträge und so weiter zu achten, macht das quasi nicht mehr. Klingt ein bisschen radikal, ist es überhaupt nicht, weil die Hälfte oder mehr, drei Viertel des ganzen Eurozonen-Krisenmanagements ist intergouvernemental. Also zum Beispiel dieser Fonds, der gebildet worden ist, ja, die sogenannte European Stability Facility und deren Verfahren ist alles intergouvernemental gemacht worden. Da ist die Kommission, da ist der Rat, da sind die Verträge vollkommen außen vor. Das ist der Gedanke. Und dahinter steckt natürlich die Vorstellung, dass man mit 27 Mitgliedern in dieser oder
wenn es um die Eurozone geht, auch mit wie viel sind es 17 oder 18, sowieso nie auf den Bund 2 kommt. Ja? Und dass man deswegen sozusagen Koalitionen der Willigen bildet, die machtpolitisch natürlich ein bisschen was hermachen müssen, also mindestens Frankreich, Deutschland, oder wenn Deutschland nicht dabei ist, mindestens Frankreich, Italien und Spanien dabei, und dann müssen die Deutschen sich echt überlegen, was sie machen. Ja. Also eine machtpolitische Koalition der Willigen, die in der Lage ist, ein solches Konzept zu machen. Das ist also ein neuer Schritt, der aus dem sozialdemokratischen Lager kommt. Interessant. Und kontrastiert natürlich sehr stark mit dem relativ einfachen und zahnlosen Papiertiger dieses europäischen Währungsfonds. Wir kommen jetzt zum vorletzten Kapitel, Fallbeispiel Finanztransaktionssteuer, also das, wonach ATTAC genannt ist. Ich will jetzt nicht auf diese Steuer eingehen, es wird zu lang und zu schwierig. Man kann an diesem Beispiel wieder sehr gut die Methode Macron studieren. Also er klingt wie ATTAC, was übrigens nicht der Einzige, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, nach der Finanzkrise 2008 hat der damalige Finanzminister, Steinbrück hieß er, gesagt, in der Krise sind wir alle ATTAC. Oder so selbst Spiegel-Interview. Oder so Sätze wie, es war nicht alles falsch, was der Karl Marx gesagt hat und so weiter. Oder es wird nie mehr so sein, wie es war. Das war die Stimmung, das war die Atmosphäre nach der Finanzkrise 2008 im September, Oktober. Haben jetzt bald 10-jähriges Jubiläum. Und Macron klingt jetzt auf den ersten Blick ganz genauso. Ja? Das ist aus dem Kapitel in der Sorbonne-Rede, das geht über eine Dreiviertelseite. Also das ist schon viel, das heißt irgendwie hat ihn da was motiviert, so lange über so ein relativ unbedeutendes Thema zu reden. Ja? Die Entwicklungshilfe muss steigen. Ja, super. Und zwar lässt sie sich auch nicht auf Zahlen reduzieren, wir machen das besser in der Zivilgesellschaft. Also dass die Entwicklungshilfe steigen muss, kommt bei jedem guten Menschen gut an. Wir feiern dieses Jahr den 48. Geburtstag der Nichterfüllung der 0,7%-Forderung. Wissen Sie, was das ist? Es gibt diese Forderung, die ist 1970 bei der UNO aufgestellt worden, von allen unterschrieben worden und danach tausendmal in anderen Verträgen aufgenommen, dass man dass die Industrieländer 0,7% ihres BIPs in der Entwicklungshilfe stecken. Das hat nie einer erreicht, mit zwei, drei Ausnahmen, Schweden, Norwegen und die Niederländer phasenweise, inzwischen auch nicht mehr. Und das klingt aber natürlich gut und noch besser mit der Zivilgesellschaft. Also das sind ATTAC zum Beispiel, wir sind das auch, wir sind Zivilgesellschaft. Aber auch die Entwicklungshilfe muss europäisch mit neuen Ambitionen werden und ich bin in dieser Hinsicht bereit, das Projekt einer Steuer auf europäische Finanztransaktionen auf neuer Grundlage neu zu starten, um die Entwicklungspolitik zu finanzieren. Er greift also genau die Grundidee auf, die seinerzeit von James Tobin mit der Tobin-Steuer gemacht worden ist. Wir besteuern sämtliche Finanztransaktionen und die Einnahmen aus der Steuer gehen in die Entwicklungshilfe. Beziehungsweise heute sagen wir noch Klimaschutzmaßnahmen und so weiter. Absolute Attack-Position, die da steht. So, also wir kennen das, links blinken. Und jetzt geht es weiter. Wir kennen den Kern dieser Diskussion. Warum scheitern jedes Mal diese Initiativen? Weil die technischen Einzelheiten jeweils ein Land stärker benachteiligen als ein anderes. Ich habe daher einen einfachen Vorschlag. Es gibt zwei Länder in Europa, die eine Steuer auf Finanztransaktionen haben. Frankreich ist das eine. Nehmen wir doch diese Steuer und führen sie auf europäischer Ebene ein. Ich bin bereit, und zwar sehr gern, die gesamten Einnahmen der europäischen Entwicklungshilfe zur Verfügung zu stellen. Super. Groß Beifall. Und dann, wir kommen gleich zum Clou. Das stammt aus dem Handelsblatt. Das Wort ist nicht von mir mit dem Todesstoß. Ich erläutere was. Es gibt noch ein anderes Land, das ebenfalls eine Steuer auf Finanztransaktionen hat, nämlich Großbritannien.
die Stamp Duty und wenn jemand unfairen Wettbewerb befürchtet, weil wir eine unangemessene Steuer einführen und damit unsere Fähigkeit zunichte machen, die Wirtschaft anzukurbeln, dann ist das nicht tragbar. Aber wenn wir gemeinsam beschließen, die britische Steuer einzuführen, kann uns niemand vorwerfen, dass dies Wettbewerbsnachteile bringt. Also führen wir die eine oder die andere dieser einfachen Konzepte ein mit einer breiten Steuerbasis, aber tun wir es endlich. Ich jedenfalls will alles dafür tun. Gar kein Beifall im Saal, die ganzen Studenten, die da in die Sorbonne reingelassen wurden, waren begeistert, als sie das gehört haben. Jetzt muss man aber wissen, es gibt Verhandlungen seit 2013 in der EU in einer Koalition der Willigen, einer sogenannten, über die Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Diese Verhandlungen sind abgeschlossen gewesen. Das Papier lag im Mai unter österreichischer Führung auf dem Tisch und hätte nur noch unterzeichnet werden müssen. So. Und obwohl dort viele Verwässerungen von der ursprünglichen Idee dahinter sind, ist dieses Konzept immer noch auch aus zivilgesellschaftlicher Sicht relativ progressiv gewesen. Vor allem, weil es den größten Teil von Finanztransaktionen, die über 80% ausmachen, nämlich Derivate, mitbesteuert. Das war da drin. Wie gesagt, man kann das eine oder andere kritisieren, aber es war so wirklich ein großer Erfolg, wäre es gewesen, wenn es durchkommt. Und dann kam Macron und sein Finanzminister, hat dann in der ersten Sitzung gesagt, als es um die Unterschrift ging, als der österreichische Finanzminister fragte, Leute, ist fertig, er muss sich erst mit der Akte vertraut machen. Er möchte 4 Wochen warten, damit er weiß, um was geht, er ist in Norwegen im Amt. Ja. Und nach 4 Wochen kam dann raus, sie wollen es nicht. Und das ist der Hintergrund sozusagen dieser ganzen Passage in seiner europapolitischen Rede. Erstens, er will dieses Konzept der Österreicher nicht, wo, wie viele Jahre, 4 Jahre verhandelt worden ist, wo Frankreich zugestimmt hatte, die Regierung Hollande war d'accord, das will er nicht. Aber da es sich so auffällt, dass er ein Spielverderber ist und gar nicht so europäisch, wie er tut, ja, stellt er es so dar, als ob die Stamp Duty oder die französische unilaterale Finanztransaktionssteuer die Alternative und ein tolles Projekt wäre. Das ist es nämlich nicht, weil das ist sein Hauptanliegen gewesen, Derivate draußen, die sollen nicht besteuert werden. Warum sollen die nicht besteuert werden? Natürlich ist der Banker, okay, ja, kann sein, nee, es gibt einen ganzen, das kann sein, dass er auch so denkt grundsätzlich, aber der wichtigere Punkt ist, es gibt einen harten Kampf um die Beute aus dem Brexit, wer von der City of London nach Frankfurt, nach Dublin, nach Mailand oder nach Paris zieht. Paris hat jetzt schon die Aufsichtsbehörde sozusagen kassiert und das ist der Hintergrund. Er lässt also ein Projekt sterben, das wirklich eines der wenigen progressiven Projekte gewesen wäre und blockiert es zumindest im Augenblick aus diesem Grunde, damit der Finanzstandort Paris mehr von der Brexit-Beute abbekommt. Ich mache jetzt Schluss, weil ich habe leider meine Zeit schon überzogen. Mit seinem Vorschlag, ich komme jetzt vor allem auf den Kernpunkt, Eurozonenstabilisierung, er hat damit keine Chancen in Berlin. Das Zitat ist aus einer Zeit, wo die FDP noch im Rennen war. Ein Eurozonenbudget wäre eine Art Länderfinanzausgleich auf europäischer Ebene, kommt also nicht in Frage. Dann würde nämlich niemand mehr seinen Haushalt selbst in Ordnung bringen und deshalb wird es das mit der FDP nicht geben. Nun könnte man sagen, naja, okay, wir sind jetzt out of game. Weiß man natürlich auch nicht, aber jedenfalls im Augenblick sieht es so aus. Es gibt immer noch die Reservetruppe. Manfred Weber, Vorsitzender der Europäischen Volkspartei, das ist der Zusammenschluss der Konservativen im Europaparlament, sagt, eine Aufweichung des Stabilitätspakts oder eine Schuldenunion, in welcher Form auch immer, sind mit uns nicht zu machen. Die Merkel denkt das auch, aber im Augenblick braucht sie es nicht sagen, weil ja erst hat mal die FDP das gesagt, dann muss man nicht aus der Reserve, dann die CSU. Und erst wenn die jetzt auch ausfallen würde, würde dann auch Merkel im Grunde genau das Gleiche sagen, weil das die alte deutsche Kernposition seit vielen Jahren ist.
Daraus folgt als wahrscheinliches Szenario von der Rettung Europas in Anführungszeichen, es wird für die Eurozone wahrscheinlich, also ich will auch nicht meine Hand verwetten, aber ich rechne damit, dass es das gibt, diese Kreditfazilität oder der Währungsfonds eingerichtet. Die Bankenunion wird weiter ergebnislos verhandelt. Die Kapitalmarktunion wird von der nächsten Kommission vorangetrieben. Zu diesen Punkten nur eine jeweils Bemerkung. Bankenunion, das sind schon wichtige Teile, wie zum Beispiel Insolvenzrecht für Banken verabschiedet. Es hakt bisher am Schlussstein von dem Ganzen, nämlich die Einrichtung eines gemeinsamen Fonds, aus dem im Fall eines großen Bankenbankrott dann die Gläubiger bzw. auch die kleinen Kontoinhaber sein Geld bekommen. Da weigert sich auch die Bundesregierung mit nicht völlig idiotischen Argumenten, indem sie zum Beispiel sagt, dass das deutsche System mit seinen Sparkassen, Volksbanken und Raiffeisen natürlich Geschäftsmodelle hat, die überhaupt nicht so riskant sind, und wieso sollen die dann für Abenteuer spanischer Banken dann plötzlich in den Fonds einzahlen? Da ist was dran. Ne? Aber das wäre sicherlich auch kompromissfähig und lösungsfähig. Aber im Augenblick ist das blockiert. Und die Kapitalmarktunion ist ein neues Projekt. Da geht es darum, aus der EU quasi einen Einheit oder aus der Eurozone einen einheitlichen Kapitalmarkt zu machen, mit dem Ziel, Investitionen dadurch zu erleichtern in die Realwirtschaft. Das Ganze ist verbunden mit Details, die ich Ihnen jetzt nicht zumuten will. Das ist also das wahrscheinliche Szenario, was es geben wird. Also keine große, kein großer Wurf, sondern weiterfahren auf Sicht und wie es im Frontbericht des Oberkommandos der kaiserlichen Truppen, wann war das? 1917 oder wann hieß an der Frontlage 1918 im Westen nichts Neues.